Hallo ihr Lieben, es ist wieder mal Freitag, also Zeit für einen Food Friday und ihr habt euch mehr Lidl Hauls gewünscht, dann bekommt ihr sie auch. Ich habe 70 Euro bezahlt für diesen Einkauf und zeige euch jetzt mal, was ich eingekauft habe, weil es irgendwie auch ein paar andere Sachen sind. Wir bekommen nämlich heute Gäste und ich mache so einen mexikanischen Abend. Als Nachspeise habe ich schon eine Torte gebacken und zwar ist es die Naked Cake von Sallys Tortenwelt. Und ich habe auch schon seine Salsa vorbereitet, einfach nur Tomaten mit Zwiebeln gekocht. Und ich habe aus ein wenig vom Teig so Muffins gemacht, weil das sonst noch höher geworden wäre. Super lecker, zwei habe ich schon gegessen. So. Ich habe gekauft Mascarpone, das werde ich nämlich in die Torte füllen und auch Löffelbiskuit, Biskotten sagen wir dazu. Und ich dachte nämlich zuerst, dass ich Tiramisu mache, aber bei Lidl gibt es normal nie Biskotten, also Löffelbiskuit. Eier habe ich gekauft aus Freilandhaltung, darauf achte ich immer, Kai. Sahne und zwar normale und die hält aber nur mehr 2 Tage und es gab gar keine, die länger hält. Also habe ich 2 frische gekauft und 2 länger frische. Ich mache nämlich auch noch so eine Cheesecake, dafür habe ich auch eingekauft. Sauerrahm, da ist eben einer so als Dip. Oh mein Gott, Kai räumt alles aus. Paprika, auch heute für so mexikanisch. Es gibt nämlich Tortillas. Und so als Appetizer habe ich dann auch noch Tortilla Chips gekauft. Cocktailtomaten. Und für die Torte, für oben rauf, so Physalis. Sieht auch immer ganz schön aus. Mein Freund kommt heute zum Mittag heim, deshalb habe ich für ihn Semmeln gekauft. Dann Räucherlachs für die Wraps. Und dann eben für die Cheesecake habe ich Cream Cheese gekauft, Frischkäse. Mein Freund, nein, Kai! Kai hat da gerade reingebissen. Mein Freund war mal auf der Suche nach Cream Cheese und hat es nicht gefunden. Bei Lidl heißt aber der Frischkäse auch Cream Cheese, weil bei manchen amerikanischen Rezepten steht ja Cream Cheese eben. Sauerrahm. Und dann gab es Strumpfhosen und T-Shirts für Kai im Angebot. Hey, nein! Na super. Ja, okay, Kai hat es geschafft, den Sauerrahm aufzubeißen. Ich bringe das lieber alles in Sicherheit. Oh no! Also 2 Packungen Tortilla Wraps, die kann ich übrigens empfehlen. Die nehmen wir immer mit, wenn es die im Angebot gibt. Dann einen Feinkristallzucker, der ist mir nämlich ausgegangen. Dann für die Cheesecake noch so Kekse. Da gab es keine Butterkekse und ich habe da so ein Rezept von der Laura Vitelli gesehen. Dann Mini-Gurken für die Wraps. Das ist auch total cool. Quarktraum mit nur 0,2% Fett und der hat nur 1 Euro gekostet. Und hier drinnen, ich würde sagen, ja genau, 500 Gramm sind hier drinnen. Und ich glaube, der ist von den Nährwerten echt auch gar nicht so übel. Butter. Noch mehr Kekse. Noch mehr Mascarpone. Dann habe ich keine Seife mehr im Bad und jetzt gab es die Kitchen Star. Die gab es auch in Orange und in Orange hat sie total gestunken, aber diese Lemon riecht echt total gut wie das, wie heißen die? Trackle Moon Lemon Ding, Duschgel. Dann habe ich eine längerfrische Vollmilch gekauft. Für die Tortillas 2 Packungen faschiertes Hackfleisch und auch noch Händel-Innenfilets. Wir bekommen nämlich heute Besuch von den Nachbarn und da werden wir circa so 10 Leute sein. Dann habe ich den Weichkäse in Salzlake gekauft und Leute, meine Schwiegermama hatte den letztens zu Hause und der war so lecker. Einfach nur ein wenig Olivenöl, Salz, Pfeffer drüber, Tomaten dazu, Oliven dazu, richtig gut.
Und der kommt in so einzelnen Türmchen quasi. Also das ist nicht so ein ganzer Block. Ich habe mich nämlich nie getraut, den zu kaufen. Und jetzt habe ich es getan auf Ihre Empfehlung hin, beziehungsweise nachdem ich es gekostet habe. Dann auch für die Wraps so einen Salsa-Dip. Beinschinken kann man auch ganz gut in die Wraps reinmachen. Dann Tomaten, und falls da jetzt der Kommentar kommt wegen diesen Säckchen, ich benutze das ganz gerne, weil ich das dann wieder als Müllsack benutze. Himbeermarmelade, dann eben noch so Bodies für Kai, und es gab fast keine großen Bodies mehr, nur mehr so Babygrößen. Dann eine Zartbitterschokolade und eine Alpenvollmilch, auch fürs Backen. Dann geriebenen Emmentaler, auch für die Wraps. Und Salat auch für die Wraps. Also wir machen das immer so, dass wir alles eben so vorbereiten für die Wraps und jeder kann sich dann selbst das reinmachen, was er mag. Und das war der Lidl-Haul. Wie gesagt, ich muss jetzt die Sachen vor Kai in Sicherheit bringen und hoffe, er war interessant, auch wenn er ein wenig chaotisch war. Und ich sage danke fürs Zusehen und bis bald. Tschüss!